Jetzt aber, willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Na, vor euch geht's gut. Mir ist gerade mein Stream abgeschmiert. Wegen meinem Filter. Auf mein Mikro. Haha. Stimmt, ab hier bin ich stehen geblieben. Also, wie machen wir noch was mit den... Nee. Nee. Wie kann ich nochmal... Welche Taste war denn dort? Idee, wirf mir ein Stim rüber. Nee, das war's nicht. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Was ist meine Taste? Muss mal eben einmal nachgucken. Nein. Was war denn das für eine Taste gewesen? Okay, soweit bin ich richtig. Aber welche Taste war da? Jo, da gehe ich fliegen. Ja, gut, die Gesinserei. Laufen wir mal. Das hatte ich letztes Mal auch gefunden. Den können wir in Domas Laden verkaufen. Aber warte mal. Ach, da unten finden wir noch ein paar. Offener Weg. Hier sind überall offene Wege, die ich noch nicht gegangen bin. Ja, natürlich. Aber da komme ich ja eh nicht lang, weil ich da ja nicht. Ja. Davon habe ich noch mehr. Hey, Kumpel, stimmt. Das ist. Ich kann mich an die gar nicht an erinnern, an der letzten Folge.
Will ich bitte einmal scannen? Gut gemacht. Und los. So. Wenn du überlegst, dass du in dem einen dann Teil echt viel echt viel. In der Ausbildung habe ich gelernt, dass 80% des Kampfes aus Beinarbeit bestehen. Und na, guck mal da. Ich fühle mich nicht besonders. Ich kann nicht mehr kämpfen. Au. Warum geht ihr denn auf mich? Also ich habe gar nichts gemacht. Mist, ich war letztes Mal wo drauf, wo ich dieses Mal nicht drauf war. Egal. Kopfhüttkehler verfügbar. Immer außenrum, wo auch immer wir hin müssen. Danke für die Hilfe. So. Ach, ich muss zur Memphis. Mima Memphis. Noch vorbeigelaufen. Warte mal. Komm ich da oben jetzt dran? Komm schon, Neko. Hey, kein schlechter Fund. Ich brauche wirklich einen Stim. Was glaubst du, was wir finden werden? Auf nach Jeddah! Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Machst du Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Was schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Ganze. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Thank you.
Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen Sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier und mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Ist das Versteck weit weg? Nein, aber wir brauchen einen Spamiel, um hinzukommen. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Was war das für ein Ort? Ein altes Kloster der Anachoreten. Beeindruckend, nicht wahr? Ja. Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Seer und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Wir wussten, dass das Imperium eines Tages kommen würde. Nur nicht so bald. Meisterin Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen. Die Spamele sind in dieser Richtung, Cal. Die Pilgerbrücke ist auf der anderen Seite der Wüste. Hier entlang, Meisterin Janda. Wir sind fast da. Also. Da ist mir gerade mein Mikrofon abgerauscht. Weil ich zu lange nichts gesagt habe. Schrecklich. Trockene Ebene. Da ist unser Taxi. Mhm. Und das ist so ein Imperium-Ding da. Machen wir eine Pause. Okay. Wir können rechts komplett lang oder links. Da ist auch eine Gerüchteküche, also gehen wir links lang. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach unser Taxi. Ich glaube, es mag uns. Wie süß. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Okay. Langsamer jetzt. Da komme ich lang. Ach, guck mal, hier ist... Pass auf, wo du hintrittst, Junge. Sind wir in eine weitere, gefährliche Expedition geraten? Also, der wilde Schlangenfisch frisst am liebsten Krabben. Wäre aber auch mit einer Zehe von dir zufrieden. Bist du sicher, dass sich das Risiko lohnt?
In der Gefahr liegt große Schönheit, Junge. Und diese edlen Tiere verdienen Respekt, ey. Du wirst sehen. Langfisch. Neu entdeckt. Schön. Ich brauche hier, glaube ich, das Spanel, oder? Ja, da komme ich auch. Okay. Da unten ist nichts. Ach, guck mal, da unten ist auch. Was hast du auf deinen Reisen durch die Galaxis gelernt? Dass es manchmal das Beste ist, keine Fragen zu stellen. Und den Weg vor sich im Auge zu behalten. Oh Gott. Willst du mich jetzt verarschen? Okay. Wenn ich die da oben runterziehe, wahrscheinlich eher nicht, oder? Deckung hoch. Da unten. Schalten wir die aus. Haltet genügend Abstand. Was gefunden, Kumpel? Hier, wir müssen mal eben. Danke. Ich hätte gerne wieder meine beiden Dinge. BD, ohne Scheiß. Gegner nähern sich. Kann man hacken? Achso, ne, warte mal. Da lang. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Halt, Eindringling! Tschüss. Da haben wir noch was. Guter Fund, Kerl. Ich glaube, das hat geholfen. Nicht, dass das so sollte, oder? Oder? Oh, wow. Nein. Oh. Nee, ich glaube, da müssen wir nicht lang. Müssen wir. Warte mal. Versuchen wir es damit. Gegner nähern sich. Oh mein Gott. Hoffentlich bist du bereit. Stellt euch den Zorn von Datomir. Meine Fresse, ist ein geiler Ausblick. Guckt euch das an. Ist das ein geiler Ausblick?
Wow, ist das draußen am Gewittern. Holy shit. Okay, was ist das da hinten? Ah, das kann ich gar nicht sehen. Ah, gut zu wissen. Uiuiui, ist das laut. Ich brauche einen Stim-Kumpel. Ich fühle mich großartig. Einfallende Kräfte entdeckt. Ihr habt keine Chance. Aufpassen! Das wird wehtun. Los, Attacke! Erfasst das Ziel! Integrität gefährdet. Feind gestoppt. Ein ordentlicher Treffer. Angriff abgewehrt. Ja. Scanner ist ausgefallen. Was haben wir hier? Da kommen wir gar nicht hoch. Der Pilgermond verzaubert und erfreut mich immer wieder. Diese Prüfungen stammen von denen, die Machtnutzer verehrt haben. Aber zu welchem Zweck, frage ich mich. Oh, wenn ich die Kugel hier hochkriege, geht hier die Klappe auf. Problem ist, wie kriege ich die Kugel nach oben? Weil so viel, so stark bin ich nicht. Ist die Frage. Oder wir könnten mal gucken, warte mal. Oh Gott. Nee, ich krieg die nicht nach oben. Weil ich so stark gar nicht bin. Wir können es nochmal probieren. Ich glaube nicht. Ich bin so ungeduldig, was das angeht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, großartig. Bin doof. Noah! Wie oft wollen sie noch unterfallen, Isabo? Ui, jupp. Versuchen wir es damit. Ach, guck mal, jetzt ist hier. Oh mein Gott. Ah, guck mal, jetzt kommen wir da auch lang. Aber dafür bin ich auch wahrscheinlich zu schwach, oder? Okay, nehmen wir meint. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, danke, Kerl, für deine positive Einbindung. Können wir auch nämlich nach dem Gerücht nachgehen. Stimmt zu mir. Echt knapp. So. Versuchen wir es damit. Gehen wir mal wieder hoch. Sehen wir uns in der nächsten Folge in der Prüfung. Bis dann!